cat's feet on the carpet and not here. Wir durften da wirklich rein als erstes Kamerateam überhaupt. This has to go back. Okay. Please, just please. Ich wollte wissen, ob dieser Mann mal eine Vision hatte. Klaus. Es sind nicht alle so teuflisch, wie man das sich eigentlich denkt. Hi everybody. Jennifer Morgan von Greenpeace, die ihm genau das vorwirft, die genau sagt, da wird doch nur geredet. Die wollen eigentlich was Gutes. Ob sie was Gutes erreichen am Ende? Wenn wir nicht das Bedürfnis zum Reden hätten, zum Dialog, dann würden wir in einer globalen Diktatur leben, wo jeder mal die gleiche Meinung hätte. Ich habe den Film nur gemacht, weil ich ihn getroffen habe. Das, was mir am wichtigsten war bei unseren ersten Gesprächen, ich wollte wissen, ob dieser Mann mal eine Vision hatte, ob er für etwas brennt oder was eigentlich die Gründe sind, warum er diesen Gedanken überhaupt so weit entwickelt hat. Weil eigentlich muss man sagen, keiner kennt Klaus Schwab, außer die Elite selbst. Ich meine, man kennt das World Economic Forum, aber niemand kennt Klaus Schwab dahinter, der das damals gegründet hat. Und in dem ersten Treffen mit ihm saß ich plötzlich einem Mann gegenüber, der damals 82 war, sehr agil, sehr jung wirkend, voller Vision und voller Leidenschaft und gesagt hat, okay, er wollte damals die Mächtigen versammeln und mit ihnen über Ethik sprechen und gucken, ob, wenn man letztendlich mit den CEOs dieser Welt über Ethik spricht, ob man dann die Welt verändern kann. Very cordial welcome to the World Economic Forum. Das heißt, reden und vor allem, dass man auch reden lässt, ist absolut notwendig für das Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Welt. Diese Idee, dass eine Firma nicht nur seinen Aktionären verpflichtet ist gegenüber, sondern allen anderen Dingen eben auch, das hat er damals vor 50 Jahren, in den 70er Jahren entwickelt und hat dann angefangen, die Mächtigen zu versammeln. Das war auch am Anfang 10 Tage, nicht nur 4, 5 Tage. Also er hat ihnen auch wirklich was abverlangt. Und das war der Beginn und er ist dran geblieben. Er war beharrlich. Er hat das bis heute durchgesetzt. Er steht morgens um 6 Uhr auf und geht abends mit der Tagesschau ins Bett. Und er und seine Frau Hilde. Ich glaube, erstmal geht es ja überhaupt darum, die Vorurteile abzubauen. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber so vielen Dingen. Ich meine, wir begleiten ja auch in diesem Film Mitarbeiter vom WEF. Und eigentlich dachte ich immer, da sitzt die Elite. Ich dachte ja, wir machen einen Film über Elite. Und wir machen auch einen Film über Elite. Nur glaube ich, dass wir in dieser Elite-Verdrossenheit und Establishment-Verdrossenheit, die es heute gibt, da auch übers Ziel hinausschießen. Dass es dort eben auch Menschen gibt, die wirklich was wollen, die was verändern wollen, die eine Vision haben. Und dann gibt es wieder andere, meistens von den Gästen, die so ein Event ausnutzen und es am Ende für ihre eigenen Geschäfte nutzen und am Ende immer nichts machen, obwohl sie vielleicht dort sind, sich mal kurz wachküssen lassen und am Ende folgen keine Taten. Aber es sind nicht alle so teuflisch, wie man das sich eigentlich denkt. Und ich bin da auch mit sehr vielen Vorurteilen in diese Geschichte reingegangen und ich habe gemerkt, und darum geht es ja immer in Filmen, wir haben einfach zu allem viele Vorurteile, wenn man nicht dort war, wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Alles ist viel komplexer, als man denkt. Wenn Sie jetzt der Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten Sie, dass die Sünder am Sonntag in Ihre Kirche kommen. Ich habe mich auch gefragt, sieht er das als Scheitern? Wahrscheinlich sieht er das auch zum Teil als Scheitern. Erstmal ist er ja ein Gastgeber. Er ist ein Gastgeber,
der dieser Elite ein Forum bietet, eine Plattform bietet, um sich zu treffen. Das ist erstmal was Gutes. Was die Gäste aus so einer Plattform machen, hast du ja als Gastgeber gar nicht im Griff. Du kannst sie immer wieder angehen, du kannst sie immer wieder bitten, mehr zu machen. Und das passiert eben auch in dem Film über die Jennifer Morgan von Greenpeace. Dear Professor Schwab, I am deeply concerned that as founder and executive chairman of the World Economic Forum, you are not doing everything to help change the course of history. Die genau sagt, da wird doch nur geredet. Nimm mal deine Gäste wirklich beim Wort und rüttel sie durch und sag ihnen, dass sie sich an bestimmte Dinge auch halten sollen und nicht nur dahin gehen, um ihre Geschäfte zu machen und dann wieder nach Hause zu gehen und so und weiterzumachen wie bisher. Das ist ja genau das, was der Film letztendlich auch als Message am Ende transportieren soll. Aber jetzt nicht unbedingt nur ihn zu kritisieren, sondern eben die Gäste, die da kommen. Und das ist die Elite. The main solution is so simple that even a small child can understand it. I want you to feel the fear I feel every day. What we need is remoralization of globalization. Also was man nicht weiß als Zuschauer, ich wusste es auf jeden Fall nicht, dass das World Economic Forum unglaublich viele Projekte macht. Dass sie natürlich auch die Kraft und die Macht haben, Allianzen zu bilden. Zum Beispiel, wir zeigen ein Projekt, wo es letztendlich Social Entrepreneurs, die unterstützen, also Erfinder, junge Menschen, die Kapitalismus anders sehen als vielleicht die letzte Generation. Und da begleiten wir ein Projekt, das heißt Zipline. Die haben eine Drohne entwickelt, die in Afrika Blut transportieren soll. Und das funktioniert ganz gut. Und diese Idee ist dort entwickelt worden. Natürlich denkt man sofort wieder, ja, was passiert eigentlich mit Drohnen? Könnte man dort auch Waffen transportieren? Ist es eigentlich doch wieder genau dasselbe, dass man dann nachher nur Afrika wieder ausbeutet? Das kann man auch so sehen. Und es gibt in diesem Film auch wirklich beide Möglichkeiten, diese Dinge zu betrachten. The Amazon is burning under the presidency of Jair Bolsonaro. Of course I'm concerned. What he said, not only about the environment. I think he needs to hear loud and clear that the Amazon is off limits. Oh, it's terrible. The man is very tough. The man was a captain. What is the problem with that? Ich erinnere mich an eine Szene, als wir mit Bolsonaro gedreht haben. Da standen sie dann alle zusammen, Al Gore und Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Und wir durften da wirklich rein, als erstes Kamerateam überhaupt dabei sein. Und dann, ich habe Ton gemacht auch und dann bin ich zu Bolsonaro hingegangen und habe gefragt, ob ich meinen Ton da über ihn schweben lassen kann. Und dann meinte er, ja, das würde gehen. Und dann stand ich da mit der langen Angel und plötzlich näherte sich Al Gore dieser Szene, weil er die Angel und mich wahrscheinlich gesehen hat. Wir kannten uns ja schon und hat sich dann da in diese Szene rein begeben und fing dann an, mit Bolsonaro zu reden und über den Urwald zu sprechen und da quasi so ein Meeting plötzlich abzuhalten. Und das hat nur deswegen funktioniert, weil wir so klein sind, weil wir so ein wirklich unscheinbares kleines Team waren. Greta, what is it that you want to change? Everything. Yeah, that deserves a clap. Yeah. Und da gibt es eine wunderbare Szene, die so viel symbolisiert, als Greta gefragt wird von so einer Wissenschaftlerin, was sie denn verändern wollte, sie als Klimaexpertin. Und dann sagt sie, everything. Und alle fangen an, ein bisschen zu lachen. Und das symbolisiert so viel, weil das zeigt einerseits, dass sie eine Jugendliche ist, dass sie ein Kind ist, dass sie ein Kind möchte immer alles verändern. Und das wollen wir auch alle. Wir wollen alle, dass es einfach gut ist und dass wir überall ansetzen. Und er reicht ihr am Ende die Hand. Also er hat ihren Brief geschrieben und gesagt, okay, wenn sie Lust hat zu kooperieren, dann würde er ihr helfen. Er würde an seine Leute genauso im nächsten, in 2020, im nächsten World Economic Forum in Davos, seine Leute dazu verpflichten, diese Gäste verpflichten, etwas zu tun. Und sie schreibt ihm zurück und eigentlich sagt sie, okay, sie macht nicht mit,
weil da sind die Verantwortlichen. Er ist genauso verantwortlich und er hat die Verpflichtung, überhaupt etwas zu tun. Und er liest diesen Brief, der war sehr hart, und liest ihn laut vor. Und alleine, dass er das tut, dass er das macht, dass er diesen Brief und mich dabei zuschauen lässt, wie er diese harten Worte lesen muss, da muss ich wirklich sagen, das würde nicht jeder machen. Er macht sich also auch verletzbar. Und das gefällt mir. Also ich glaube, es geht immer darum, ob jemand was Gutes möchte. Ob er es am Ende erreicht, da in der Haut stecken wir alle nicht. Wir sind nicht verantwortlich. Er ist auch nicht verantwortlich für diese Welt, wie sie gerade im Moment ist. Der Film macht es einem wirklich nicht einfach. Und er hat es auch Klaus Schwab übrigens nicht einfach gemacht. Die haben schon auch sehr, sehr geschluckt, als sie den Film gesehen haben. Irgendwann sagte er zu mir, was macht denn die Jennifer Morgan, also die von Greenpeace, was macht denn die besser, dass sie mich so kritisieren kann? Und das kann man sich auch fragen. Er versucht ja genauso etwas, wie sie etwas versucht. Sie hält den Finger in die Wunde, was sehr, sehr wichtig ist. Die Awareness, dass wir alle, da wo wir auch alle gerade sind, mit der Greta und so weiter und so fort, die uns einfach aufzeigt, dass wir lange nichts gemacht haben und dass wir unsere Welt vor die Hunde gehen lassen. Und er arbeitet eben mit 700 Leuten, mit 700 Mitarbeitern. Er arbeitet ja auch an allem. Er arbeitet an allen Stellen. Er hat eigentlich letztendlich auf der einen Seite auch so eine kindliche Herangehensweise, dass er legt er sich viel zu viel Verantwortung auf die Schultern, weil er wirklich an allen Stellschrauben versucht, etwas zu machen.